Hi, ich bin Coco und willkommen in der Review-Woche. Zweites Video, du findest unter dem i einen Ordner, da findest du alle Videos, guckst du zeitgleich. Jeden Tag um 20 Uhr gibt es ein neues Video, guckst du nicht zeitgleich. Vielleicht findest du ja was in dem Ordner. Und wir werden heute so ein bisschen über BHA-Produkte in der Drogerie herziehen. Zumindest über die, die meinen Idealen entsprechen. Es ist echt wunderbar, dass es in der Drogerie inzwischen Säureprodukte gibt, das muss man an der Stelle sagen. Aber es gibt auch etliche Menschen, die eben die Produkte falsch anwenden. Bei Säure ist es wichtig, dass man Sonnenschutz verwendet. Verwendest du noch keinen Sonnenschutz und willst es auch nicht, Finger weg von Säuren, so einfach ist es. Denn mit Säuren befreist du deine Haut von abgestorbenen Hautpartikeln und das ist natürlich UV-technisch bedenklich dann, wenn du keinen Sonnenschutz trägst und das Hautkrebsrisiko wird dann natürlich höher. Also wer Säure verwendet, muss Sonnenschutz tragen. Ganz einfach. Das beste Produkt im Moment, BHA-Produkt in der Drogerie, reden nur von der Drogerie, ist das No-Produkt, was mit Leon zusammen entstanden ist. Das habe ich in der letzten Review-Woche vorgestellt. Ich packe die in den Ordner einfach auch mal unter. Und gleichzeitig, weil ich halt jetzt schon etliche Produkte mit Säuren vorgestellt habe, ich kriege halt unter den Videos immer einen Haufen Fragen. Darf ich das mit dem mischen? Ist es normal, dass meine Haut rot wird? Und so weiter und so fort. Ich habe mal 5 Fakten zusammengetragen. Ich werde dir das Video einfach auch mal unter das i legen. Guck dir das auf jeden Fall mal an. Denn das sind 5 wichtige Fakten. Die muss man einfach bedenken, wenn man noch nie mit Säuren hantiert hat. Wie sieht die Pflege aus? Was mache ich? Wie reinige ich? Trage ich schon Sonnenschutz auf? Das habe ich ja auch schon erwähnt. Das sind halt so Faktoren, die man einfach wirklich beachten muss. Gleichzeitig werde ich dir unter das i ein Video legen über die Säuren selber. Also da gibt es ja schon gewisse Unterschiede. Und BHA ist halt gerade für Menschen mit fettiger Haut, die zu großen Poren neigen, die Pickel haben. Das ist eine wunderbare Säure. Ich habe jetzt echt lange Zeit gedacht, mir bringt das halt gar nichts mehr. Irgendwie die Produkte, die ich verwendet habe, mit denen war ich nicht wirklich zufrieden. Also die Wirkung hat mich einfach nicht umgehauen, bis eben das hier kam. Kann man an der Stelle schon sagen. Dann habe ich mich ein bisschen gefreut, das kam ja noch ein bisschen früher raus, habe ich mich ein bisschen gefreut über das Balea Expert Produkt und ich habe es schon in der Aufgebrauchtüte, weil sowas kann ich auch an Freunde und Bekannte nicht weitergeben. Ich habe noch nie so ein schlecht formuliertes Produkt erlebt und ihr wisst bei mir, ich schmeiß generell eigentlich ungern Produkte weg. Ne? Also das ist einfach nicht Sinn und Zweck der Sache. Und da tue ich es aber. Ich habe es versucht, an anderen Körperstellen aufzutragen. Ich habe noch nie so ein schmieriges Produkt erlebt. Das ist so unwahrscheinlich schmierig und macht den Auftrag einfach so eklig. Ich bin jetzt jemand, der eine fettige Mischhaut hat. Und wer eine fettige Mischhaut hat, der versucht ja mit der Reinigung und der Creme, also was man so an Pflege aufträgt, natürlich das herzustellen, was man sonst nicht hat, nämlich den Teig von der Haut runter zu bekommen, nicht so ein fettiges Gefühl auf der Haut zu haben, sich dann nochmal was Schmieriges auf die Haut aufzutragen, was einfach nicht in die Haut reingeht, geht gar nicht. Ihr könnt mir gerne zu dem Produkt mal unten in die Kommentare schreiben, ob sich die Formulierung da irgendwie geändert hat oder so. Aber ich glaube, das ist immer noch das Gleiche und also ich verwende es nicht. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Produkt. Ich dachte mir schon, als die Shenya, also die Inkipedia, das Produkt vorgestellt hat, ungefähr vor 2-3 Monaten, dass das Produkt sehr stärkehaltig ist und eben schwierig ist für Menschen mit einer trockenen Haut, dachte ich schon, oh, aber ich probiere es mal, denn ich habe das Gegenteil, denn ich habe große Poren, ich habe eine fettige Mischhaut. Und da ist es ganz gut, mal ein Produkt aufzutragen, das eben keine Pflegestoffe hat. Ne? Also Pflegestoffe trägt man sich ja eben mit der Creme dann wieder auf. Oder eben mit den entsprechenden Serien, wenn man das will. Und ich habe so gemischte Gefühle in dem Produkt gegenüber. Ich habe es jetzt einige Male verwendet. Zum einen, fangen wir mal bei der Verpackung an.
Ich finde die Verpackung, entweder habe ich ein Montagsprodukt bekommen, das weiß ich halt nicht. Also die Pipette geht bei mir nicht richtig. Ne? Also da ist immer nur, egal was du tust, ist immer nur so ein bisschen in der Pipette drin. Ich bin eigentlich ein Freund davon, nie zu viel irgendwie, dass nie zu viel aus einem Produkt rauskommt, aber Pipetten sollten sich schon komplett füllen. Zumal die Pipette, du bist ja schon fast gezwungen, das zuzulassen, da drauf zu drücken. Und diejenigen von euch, die sich viel mit Skincare beschäftigen, wissen, dass wenn du immer wieder Sauerstoff in dein Produkt reinpumpst, dann förderst du natürlich, dass es umso schneller kaputt geht. Ist so. Wir haben hier eine peelende Wirkung, das hat, glaube ich, auch die Shenya rausgefunden. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, weil das Video schon eine Ecke alt ist. Aber sie hat es, glaube ich, mit Streifen getestet und ich habe keine Streifen da. Ich finde es auch schwierig aufzutragen, muss ich an der Stelle sagen. Also nehme ich nur eine Pipette, finde ich das schon fast ein bisschen wenig. Nehme ich zwei Pipetten und ihr seht, da ist nur so ein Itzi-Bitzi drin. Habe ich so ein klebriges Gefühl auf der Haut. Also das Serum ist recht wässrig, muss man an der Stelle sagen, aber es ist so zäh. Man merkt eben, es ist sehr viel Stärke enthalten. Auf der Haut bemerke ich rein glow-technisch schon was, aber diese befreiende Wirkung, die ich eben von dem No-Produkt habe, da braucht es hier schon so ein bisschen. Ne? Also hier habe ich einen Soforteffekt, muss man an der Stelle sagen, und das habe ich hier nicht. Gleichzeitig wirkt es aber so ein bisschen hautberuhigend, was ganz gut ist. Also ich sehe das, ich will es jetzt nicht als Anfängerprodukt bezeichnen, aber es ist halt nicht so stark wie das andere. Und wer sich da noch nicht so richtig rantraut an das No-Produkt, sollte mal das von Isana probieren. Denn es ist preislich halt doch ein bisschen günstiger. Aber es ist halt das Ding, es lässt sich nicht so gut auftragen, finde ich. Ne, also das schon ein bisschen. Du hast so richtig, also ich kenne immer wieder Kommentare unter meinen Videos, gerade bei den Hyaluron-Produkten, dass man das halt nicht mag, wenn ein Produkt so ein bisschen klebrig ist. Und bei dem Produkt merkst du halt, das ist recht stärkehaltig und das lässt sich halt irgendwie nicht so wunderbar verteilen. Also ich finde es jetzt nicht so schlecht wie das hier, was ich halt einfach wegschmeißen werde. Das werde ich leer machen. Aber dennoch ist es halt vom Komfort her nicht so geil. Und mich würde mal interessieren, vielleicht kannst du mir das auch unten in die Kommentare packen, ob das bei dir auch so ist mit der Pipette. Ob die sich nur so ein bisschen füllt und ob dir das im Gesicht reicht. BHA ist halt ganz geschickt. Man könnte BHA auch auf der Kopfhaut auftragen. Dieses Produkt würde ich aber auf der Kopfhaut nicht wollen, weil das eben vom Komfort her und vom Auftrag her halt schwierig ist. Das kann man halt mit dem No-Produkt schon ein bisschen besser. Denk daran, du findest die Review unter dem i. Du guckst mal in die erste Review-Woche rein und da habe ich es als letztes Video vorgestellt. Hast du Erfahrungen mit dem Produkt schon gemacht? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, ob du damit zurechtgekommen bist, was für ein Hauttyp du bist. Das ist immer ganz wichtig, einfach auch zu erfahren, was für eine Haut hast du. Wie hat das Produkt auf deine Haut gewirkt? Es funktioniert, das finde ich ganz gut. Aber die Wirkung lässt so ein bisschen auf sich warten. Und besonders jemand, der halt eben ein bisschen mehr Erfahrung mit Säuren hat und das halt auch regelmäßiger auftragen kann. Ja, also der muss ein bisschen auf die Wirkung warten. Wenn jetzt ein Anfänger an die Stelle tritt, denke ich mal, dass der halt schon so ein bisschen was, also schon eher von der Wirkung überzeugt sein wird. Allerdings, wie gesagt, das Auftragen ist halt ein bisschen schwierig. Allerdings gibt es eben etliche Zuschauer bei mir, die Produkte nicht so gerne anwenden, die unwahrscheinlich viele Inhaltsstoffe haben. Und die haben wir hier nicht. Na, also es ist halt echt gut, es ist super gut übersichtlich. Ja, hast du das Produkt schon probiert? Würde mich gerne mal interessieren. Bei meiner fetten Haut funktioniert der Auftrag halt auch nicht so toll. Ich trage es trotzdem auf. Na, also wenn ich danach dann in eine Creme auftrage oder wenn ich sage morgens auftrage mit Sonnencreme dann danach,
geht's. Und ich trage gern morgens BHA auf, weshalb eben fettbindend ist und ich da halt den Effekt einfach sehe, dass meine Haut lange nicht so fettig ist. Ne? Also es ist richtig gut. Und BHA hat eine gute Säure, weil sie eben Poren reinigt, also in die Tiefe geht. Ich wollte schon die blöde Aussage machen, Poren öffnend. Und das, da ist Gott sei Dank die Kosmetik wirklich weg davon gekommen, denn Poren lassen sich nicht öffnen, aber sie lassen sich reinigen. Hast du Erfahrungen mit BHA gemacht? Hast du Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Das ist wichtig, schreib das gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Du guckst mal in die Playlist rein und ansonsten verlinke ich dir noch zwei Videos. Ich sage danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, tschüss.